Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, und begrüße euch, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Folge Bus-Simulator hier auf der PlayStation 4. Ja, jetzt sind wir nun schon ein paar Folgen gefahren hier und konnten uns das Ganze dementsprechend mal anschauen, wie die Performance so aussieht und das Ganze drumherum. Jetzt möchte ich euch aber heute mal was zeigen, was ich befürchtet hatte und jetzt aber auch bestätigen kann, dass das so ist. Und zwar, wenn wir uns jetzt hier mal so ein bisschen umschauen, sehen wir jetzt hier unsere Karte. Hier oben haben wir natürlich hier, ja, den Astra Park. Wir haben hier unten die Industriezone, Port Amber. Wir haben dann hier unten Untersteineck nichts mehr. Wir sehen es ja. Restfield ist hier dann auch zu Ende. Haben dann hier oben unsere Old Town. Und ja, hier oben dann natürlich Oakville und Siegwalden. So, jetzt ist es aber so, dass ich mir mal die PC-Version vorgenommen habe von dem Bus-Simulator 18, der bereits letztes Jahr erschienen ist. Und hier möchte ich euch was zeigen, was ich ein bisschen schade finde. Ihr seht jetzt genau das gleiche, das Bild ist jetzt mal umgeschwungen. Und ihr seht, auf einmal sind weitere Sachen unten zu sehen. Zum Beispiel der Flughafen und eine weitere Stadt, so wie es aussieht. Dann geht es wieder hoch zu Old Town. Ja, es fehlt der DLC. Der ist nicht mit dabei. Was ich persönlich ein bisschen sehr schade finde, jetzt nochmal direkt meine Aufnahme aus der PC-Version. Und wir sehen hier deutlich, es läuft doch deutlich flüssiger auf dem PC. Und die Texturen sind allgemein doch ein bisschen schärfer als hier auf der PlayStation 4. Deswegen auch hier die Vermutung, krass jetzt bestätigt wurde, dass das Ganze nicht in nativen 1080p läuft auf der Konsole, sondern es muss zwischen, ja, ich würde sagen 900p, 720p so irgendwo in der Richtung gehen. Und die PlayStation skaliert das Ganze dann in 1080p hoch. Ja, also es wirkt halt einfach deutlich schärfer auf dem PC. Lässt sich natürlich auch alles deutlich viel, viel einfacher bedienen und alles sowas. Aber man muss schon sagen, also hier macht man tatsächlich auf der Konsolenversion tatsächlich doch noch ein paar, noch ein bisschen. Wir machen hier auf jeden Fall Abstriche auf der Konsole. Ich meine, so vom Spielerischen her finde ich das gar nicht so schlimm, wie die PlayStation-Version so funktioniert. Ja, man hat es aber schon gemerkt, dass das Ganze halt dementsprechend nicht so scharf ist wie die PC-Version. Das Ganze kann man ja hier sogar noch im nativen 4K spielen auf dem PC, was ich persönlich sehr, sehr, sehr gut finde. Man merkt das halt auch. Und wir sehen jetzt, wie wir hier so um die Kurve hier rumheizen. Also, es läuft schon alles sehr flüssig. Und hier, wie gesagt, das Ganze ist jetzt hier auch in 1080p aufgenommen. Um Fairness halber einfach jetzt zu zeigen, wie sieht das 1080p auf der PlayStation aus und wie sieht das 1080p auf dem PC aus. Ja, mit ganz bescheuerten. Aber sonst ändert sich eigentlich von der Spielmechanik gar nichts. Schade finde ich jetzt halt nur, dass ja, das jetzt so ist, dass man jetzt wirklich sagen kann, für 40 Euro kaufen wir hier ein Spiel, wird es noch nicht mal den DLC beinhaltet. Also ich gehe davon stark aus, dass das Ganze eventuell noch kommen wird, ja, dass hier noch ein DLC kommen wird. Es gibt auch noch DLCs, wo wir den Bus ein bisschen bearbeiten können. Wenn wir jetzt mal hier mal kurz rübergehen, sehen wir ja hier unser Busdepot. Und wir können ja den Bus zum Beispiel noch ein bisschen bearbeiten. Ne? Also wenn wir jetzt hier mal so schauen, dann können wir jetzt mal hier L1 gehen hier mal auf unsere Busse und können jetzt zum Beispiel sagen, so, okay, den hier, und den möchte ich jetzt gerne mal bearbeiten. Sehen wir hier zum Beispiel, dass wir den noch bearbeiten können. Und ich würde fast behaupten, dass hier die ganzen Innenbereiche, die wir hier sonst so haben, nicht vorhanden sein werden. Das finde ich natürlich ein bisschen sehr schade. Ja, wir sehen, also es gibt nichts mehr. Wir können hier raufdrücken, wie wir wollen. Und das muss ich sagen, das finde ich schon ein bisschen nicht so geil. Ja, wir können hier nichts machen. Können natürlich hier noch ein bisschen was anpassen. Aber soweit, ja. Wollte ich nur das nochmal hier bestätigen, was ich anfangs vermutet hatte. Und jetzt, wie gesagt, ist es halt dementsprechend so. Wir können sogar das Nummernschild anpassen. Ah, ist ja interessant. So, 1000 Euro kostet uns das Ganze. Naja, können wir machen. Können wir mal machen. So, können wir hier noch ein bisschen anpassen hier. So, ja, passt. Wunderschön. Sind so ein bisschen unsere Farben hier. Und das Ganze eigentlich hier mal wegnehmen. Oh.
Sind wir jetzt zum Beispiel hier oben, können wir das Ganze jetzt dementsprechend auch noch ein bisschen bearbeiten. Da können wir das hier hin und her schieben, wie wir das hier Ganze möchten und so. Und so. Aber ja, wir verwerfen das Ganze mal, denn ist jetzt für unser Video heute erstmal nicht so wichtig. Das können wir mal später machen, denn uns geht es ja mal darum, dass wir hier mal einen Plan jetzt hier erstellen. Und das sind ja unsere aktuellen Aufgaben, die wir hier haben. Benutze Fahrer, um Einkommen auf zwei Strecken zu generieren. Generiere Einkommen in Höhe von 19.000 pro Woche. Fahre die Strecke und fahre die Strecke im Rundfahrmodus. Also planen wir jetzt erstmal eine Strecke mit 7 Haltestellen. 2 in Oakville, 2 in Siegwallen und 2 Speichen des Gewerbegebiets. Na denn, wenn wir mal hier neue Strecke basteln. Und zwar 2 in Oakville. 2 in Siegwalden. Und dann können wir hier nochmal sagen. Ah, das ist blöd, das gefällt mir nicht. Das ist aber alles blöd, ne? Ah ja, lassen wir das so. So geht das, dann können wir wieder zurückfahren. Oder aber wir machen das Ganze so, obwohl das machen das so. Schieben hier nochmal hier eine Haltestelle rein. Und die können wir jetzt ja dementsprechend neu anordnen, indem wir jetzt sagen, Rip, du gehst bitte nach ganz oben. So, neue Anordnung verlassen. Und jetzt sehen wir, jetzt konnten wir das Ganze dementsprechend noch verschieben. Fahren jetzt vom alten Sägewerk, Eichenstraße, Siegwalden. Und ja, das schaut doch ganz gut aus. Speichern wir das Ganze mal. So, Siegwalden, Lido. Planerschreiben mit 7 Haltestellen, Oakville, sie wollen Speichen des Gewerbegebiets. Dann machen wir nochmal eine neue Strecke. So. Damit haben wir die erste. Dann können wir nämlich die hier nämlich nochmal löschen. Weil die hat nämlich nicht funktioniert. Wir brauchen jetzt nämlich Schobergrund mindestens 2, Siegwalden und Speichen des Business Parks. Alles klar. Also, machen wir jetzt nämlich noch eine. Die können wir dann beim nächsten Mal einfach abfahren. Ich würde sagen, fangen wir hier an, fangen hier hoch. Und fahren hier so. Haha, so, jetzt sehen wir schon mal, jetzt haben wir hier schon mal die beiden Punkte. Und das hört sich ja schon mal ganz gut an. Jetzt werden wir uns eine Strecke davon nehmen und werden diese mal fahren. Wir haben hier 2 Fahrer on Tour. Um auf 2 Strecken zu generieren, haben wir. Gut, dann würde sagen, fahren wir hier eine Strecke. Allerdings hier hätte ich gerne meinen MAN. Zufällig lassen wir das Ganze mal an. Oh, komm. On Tour. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. So, einzeln. Standard 2. 5. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzeln, Standard
Danke. So, was ich jetzt tatsächlich gerade ein bisschen komisch fand, ist, wo waren jetzt hier diese Fahrbahnmarkierungen? Die war nicht da. Oh. Hört man jetzt hier Musik? Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Achso, der Punkt geht dann aus. Ah, ich verstehe, wenn wir fahren. Didim. Ich brauche eine Fahrkarte. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. So. Ja, also, da wird es dann auf jeden Fall was geben. Ich dachte ja so ursprünglich, dass das eventuell schon mit bei ist, dass das halt diese Collectors, also so eine Art Collectors Edition dabei ist, dass man dann so sagen kann, okay, dann hast du jetzt hier das All-in-One-Paket, aber da wird es auf jeden Fall noch DLCs geben. Würde mich fast schon, also würde mich wundern, wenn das Ganze noch nicht drauf wäre. Ja, wenn das nicht schon auf der DVD mit drauf ist oder sowas. Wenn ich aber dazu natürlich auf dem Laufenden halten in der Richtung. Solange werden wir ja den Bus-Simulator jetzt, denke ich mal, spielen. Ich ja vorhabe, da schon so ein richtiges Let's Play jetzt draus zu machen. Lange nicht gesehen. Oh, hi. Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ja, genau. Damals. Das war als, Ja, echt schön, dich zu sehen. ich wünsche dir was. Aber es ist mal wieder schön, mal wieder mal die PlayStation mal anzuwerfen. Ich meine, ich zocke ja noch viel anderes, ja. Mal wieder eine Simulation auf eine Konsole zu spielen, das ist schon mal was Schönes. Schlaglöcher übrigens müsst ihr ausweichen oder langsam drüber fahren. Jetzt gibt es Punktabzug. Das sind also so Sachen, die sind mir aus der PC-Version noch im Kopf geblieben. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Och, einzeln, Standard. Gedrucken. Schlagloch wurde gar nicht im Spiegel angezeigt. Was war denn jetzt los? War wieder das Schild, war? Was war wieder... umgenietet haben. Also die Größe des Busses, die ist schon echt heftig. Was ist denn jetzt? Schon wieder irgendwas? Oh, die Fahrt hat uns jetzt leider überhaupt nichts eingespült. Könnten wir jetzt eigentlich schon wieder beenden, die Fahrt.
Ich kann das Wochenende kaum erwarten. So, jetzt frage ich mich, warum hat Ellie denn bitte jetzt hier gewartet? Irgendwie hat er hier was mit den Displays oder sowas, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen flackert gefühlt. Wiedersehen. So, eine Fahrkarte. Also Tag, Senior, Anzahl und dann 4,60 Euro. Fußgängerüberweg. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? Den welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja. Ja, so ein schöner Tag. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Standard drücken. So, 80. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ein Student. Danke. Also hier ist ein Depot hier, ne? So, ärgerlich, dass wir jetzt eigentlich für die Tour kein Geld bekommen. Ich glaube, irgendwas mit 3.000 durften wir jetzt zahlen. Schade. So, wir haben mal Müll aufgesammelt hier.
Naja, doch. Ein bisschen Geld haben wir bekommen, aber geht natürlich deutlich, deutlich besser. So. Wollen wir jetzt mal schauen hier. Ziele. Und jetzt haben wir nur noch eine Aufgabe. Fahre die Strecke im Rundfahrtmodus. Ach, das wäre sowieso falsch gewesen, oder? Ja, ich würde sagen, Leute, das machen wir aber im nächsten Part. Schauen wir uns unsere zweite Linie an. Und dann werden wir uns mal den Rundfahrtmodus mal angucken. Also, wenn ihr mehr sehen wollt, unbedingt wieder einschalten. Würde ich mich sehr drüber freuen. Habt ihr irgendwelche Ideen oder sonstiges, schreibt das unten in die Kommentare. Wenn euch einfach alles so ist, wie es super ist, dann, wie gesagt, den Daumen da lassen. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit dem Bus-Simulator hier auf der PlayStation. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!